Also selbst ich weiß jetzt nicht mehr, wo wir suchen sollen, obwohl ich die Expertin bin. Ja, das ist merkwürdig. Als ob er spitz gekriegt hätte, dass ich das Foto gesehen habe und es jetzt irgendwo anders versteckt. Vielleicht hat er das auch gemacht. Wie denn? Er hat mich ja noch nicht mal mit dem Foto gesehen. Ich habe nur mit dir und meiner Mutter darüber... Los, geh ran! Das bist ja du! Ja, was dachtest du denn? Mein Akku hält nicht mehr so lange, aber ein Versuch ist es wert. Nein, nicht abbrechen! Was soll das denn? So haben wir zumindest eine Zeit lang die Möglichkeit, deinen Fotofälscher zu hören, okay? Das ist absurd. Wir sind doch nicht beim Geheimdienst. Weißt du was Besseres? Ja! Nein! Wenn er das Teil findet, dann wird ihm doch klar sein, dass wir... Es gibt keine andere Möglichkeit, ihn abzuhören. Lass das! Haben Sie hier aufgeschlossen? Nein. Was für ein Haus. Es werden einem falsche Quittungen untergeschoben. Die Türen werden nicht mehr abgeschlossen. Was kommt als nächstes? Es tut mir wirklich leid, Herr Briand. Wissen Sie was? Bringen Sie mir noch mal eine Flasche von Ihrem miserablen Champagner. Und zwar zügig. Sehr wohl, der Herr. Danke. Dein Gulasch, köstlich. Allein der Duft. Du, mir reicht es. Ich hab vorhin so einen Heißhunger gehabt und da habe ich. Mein Wein passt zum Glück auch. Dabei wusste ich beim Einkaufen noch nicht mal, was es überhaupt geben würde. Aber das habe ich euch vorhin nicht verraten. Ihr hättet euch sonst noch Sorgen gemacht, ob ihr überhaupt was Gescheites aufgetischt bekommt. Ach, ich bin selbst ganz überrascht. Einfach köstlich. Färbt das irgendwie ab, dieses Talent zu kochen? Also es freut mich jedenfalls, dass es euch schmeckt. Jakob und ich, wir wollten uns damit eigentlich bei euch bedanken, dass wir hier wohnen dürfen. Das ist immer schön bei euch und keine Intrigen, man muss nicht Theater spielen. Es tut einfach gut, bei euch zu sein. Dankeschön. Vielen Dank. Also, auf euch. Dem schließe ich mich voll und ganz an, auf die Sonnenwiglers. Danke. Du willst wirklich nichts, Alfons? Ach. Nein, diese Käsebrote, die müssen wir auf den Magen schlagen. Aber Alkohol solltest du dann aber lieber lassen, Alfons. Für den Magen ist der gar nicht gut. Ja, stimmt. Schade, dass jetzt nichts mehr da ist. Das finde ich auch. In der Tat, alles aufgegessen. Was war das eigentlich für ein Rezept? Aus dem Internet. Aber ich gebe zu, ich hatte noch tatkräftige Unterstützung. Aha. Ja, von unserem Sternekoch. Robert, der hat mir mit den Gewürzen geholfen, beim Anbraten des Fleisches. Und überhaupt nicht mal versalzen. Und überhaupt gibt es jetzt Nachtisch. Jakob, du hilfst mir. Und Alfons, du musst das wirklich nicht aufessen, wenn du Probleme mit deinem Magen hast. Nein, das... Komm. Ja, hast recht, das... Es gibt ja auch noch einen Nachtisch. Na, wenn dir der Magen schmerzt, dann riech dir lieber eine Tasse Kamillentee. Ein Kamillentee. Ach, was willst du denn mit der Sternenküche, wo du so schöne Käsebrote hattest? Ich zahl dir auch jeden Cent zurück. Sogar mit Zinsen. Darum geht's doch nicht. Ja, worum denn? Verstehst du denn nicht, dass ich die Chance habe, meinen Traum zu verwirklichen, wenn ich Fürstenhofanteile erwerbe? Da kann ich endlich ein Wörtchen mitreden. Als erstes würde ich eine eigene Küche durchsetzen. Dann hätten Robert und ich jeder sein eigenes Reich. Das wäre doch alle viel entspannter, gib's doch zu. Ja, sicher. Ja, warum leihst du mir denn das Geld nicht? Weil ich habe es Ben versprochen. Sponheim? Wozu braucht er denn so... Also hatte ich neulich doch recht.
Es war doch die kleine Kunstdiebin, die ihr mir als Maikes Freundin verkaufen wolltet. Bitte. Ben möchte sich ein eigenes Auto kaufen, darum geht's. Ja, aber bitte ab. Du kannst doch nicht eine seriöse geschäftliche Investition ablehnen, nur weil sich dieser Jungspund. Gut, okay. Ich gebe dir 2.000-3.000 Euro für einen Gebrauchtwagen, dann habe ich immer noch genug. Oh, also, ein bisschen Startkapital für Paris brauchen Maike und ich dann doch auch. Maike hat da einen super Job, ihr kommt damit zurecht. Nee. Du willst Werner doch nur eins auswischen, indem du jetzt hier einsteigst und mitbestimmst. Nein. Ich will Werner helfen. Ohne die halbe Million wird er die Zecke Zastro nie los. Nee. 450.000 sind noch da, das ist dir schon klar. Na gut, das werde ich schon irgendwie zusammenkratzen. Du komm. Du lässt mich hier bald alleine, fängst mit deiner Liebsten ein neues Leben in Paris an. Nun gönn doch deinem armen alten Vater die Freude. Endlich eine eigene Küche. Also ich muss jetzt nach Hause zu meiner Frau. Nachdem unser gemeinsamer Abend schon ausgefallen ist wegen ihrer Überstunden und unserer super dringenden Besprechung. Ja, was ist hier nur mit dem Geld? Ich denk drüber nach. Gute Nacht. Katjas Version eines Babyfons. Hör gar nicht auf ihn. Der Mann ist so undankbar. Der Franzose könnte ihm fast schon leid tun. Valentina. Hat denn alles geklappt? Nö. Aber vielen Dank für deine Hilfe. Das war echt klasse. So langsam würde mich schon interessieren, was ihr bei Briand gesucht habt. Beweise für Kinderquälerei? Das mit der Quälerei ist ja wohl eher umgekehrt. Außerdem, glaube ich, habe ich mir sowieso nur was eingebildet. Jetzt hört er endlich auf zu brüllen. Bitte. Oh, sag Simon, ich bin schon mal ins Bett, okay? Und stellt bitte dieses Ding irgendwie leiser. Eine Nacht Kindergeschrei reicht. Gute Nacht. Siehste? Läuft doch. Mein Bruder hat ja so seine Talente. Aber als ein Geschäftspartner. Hier bleibt gar keine andere Wahl. Warum bist du eigentlich so skeptisch in Bezug auf deinen Bruder? Wir sind doch immer am besten gefahren, wenn wir uns als Familienunternehmen verstanden haben. Charlotte, du weißt, wie anstrengend er sein kann. Nichts als Flausen im Kopf, die er unbedingt verwirklicht haben will. Da habt ihr doch schon was ganz Wesentliches gemeinsam. Ja, aber im Gegensatz zu ihm habe ich mit meinen Flausen Erfolg. Natürlich. Und deswegen brauchst du auch keine Angst vor ihm zu haben. Ich habe keine Angst vor ihm. Ich will nur in Ruhe ein Fünf-Sterne-Hotel leiten. Das sollst du auch und wirst du auch. Ach, Werner, gib dir einen Ruck, bitte. Und wenn alles hart auf hart kommt, dann bin ich auch noch da. Aber beschwer dich nicht, wenn du zwischen die Pfoten gerätst. Denn ohne einen kleinen Machtkampf geht die Sache nicht ab. Dazu kenne ich meinen Bruder viel zu gut. Es wird schon schief gehen, hm?